Ja, herzlich willkommen zu einer Folge Fischkopf TV. Hier ist der Fischkopf und wir spielen weiter den Multiplayer-Part von Call of Duty Ghosts. Oh, yes. Ich wollte euch so wahnsinnig gerne den neuen Spielmodus zeigen, aber da sind so wenig Leute unterwegs, ungefähr wie bei Blitzangriff. Und das prangere ich immer noch an. Denn ich würde gerne nur Blitzangriff spielen, weil ich den Spielmodus so geil finde. Aber leider hassen ihn alle anderen Menschen sehr, sehr auf der Welt. Ich glaube, mittlerweile demonstrieren auch manche Leute in manchen Ländern gegen diesen Spielmodus. War das gerade der First Kill? Der First Blood Kill? Oh, shit. Gerade ein bisschen gefreut, ne? Und dann wieder ab in... Oh, yeah. Da haben wir noch einen. Wollen wir mal nachladen schnell? Ich glaube, das ist eine gute Idee. Eben war ich auf einem Server. Da war irgendwas ganz, ganz verkehrt. Da hat mein Kollege hier die ganze Zeit nachgeladen. Einfach so. Und ich konnte nicht mehr schießen. Das war... Oh, ist das schön hier. Oh, ich wollte es kurz genießen. Ich glaube, da oben ist einer, weil der hat hier diese Bombe gelegt. Und der campt jetzt da oben. Und jetzt kriegen wir ihn nicht. Denn er ist nicht mehr da. Wenn er denn jemals überhaupt da war. Den kriegen wir nicht. Oh, was war das denn? Wie schlecht bin ich denn bitte? Alter. Puh, das war Glück. Das war Glück des Trottels. Das Trottelglück, auch Fischglück genannt. Oh, das könnte eine neue Sache werden, ne? Oh, das könnte eine ganz neue Sache werden, Leute. Oh, yes. Genauso wie ein anderes Wort, was ich gerade neu erfunden habe. Eigentlich sind es mehrere Wörter. Und zwar... Bitchy McQueensen. Wenn du einfach mal erzählen willst, wie scheiße du irgendeine Frau findest. Meistens sind es ja Schauspielerinnen, die so drauf sind, ne? Die so ein bisschen diva-mäßig durch die Welt laufen. Die nenne ich dann Bitchy McQueensen. So, lass mich mal hier ganz kurz. Sowas. Bam. Sind ja auch Musikstars, die das machen, ne? Musikstars. Oder halt auch Menschen, die gar nichts können, aber sehr, sehr viel von sich halten. Und denken, das machen die anderen auch. Die nenne ich dann auch alle Bitchy McQueensen. Ich finde, das ist wunderbare Wortkreation. Die kann man auch mal weiter sagen. Bei Facebook oder Twitter. Immer ist schön Copyright. Fischkopf. Brought to you by Fischkopf TV. Oh, shit. Immer von hinten, ne? Die können ja gar nicht von vorne, die Nacken. Aber vielleicht hat er ja diesen Auftrag, wo er von hinten töten muss. Gibt's ja auch. Gibt's ja durchaus auch, ne? Kann man mal machen. Ich habe das, glaube ich, noch nie geschafft. Ah, da waren zwei und ich konnte mich nicht entscheiden. Was ist das denn hier? Pass mal auf, Digga. So, ihr erinnert euch noch an meinen, Oh, den habe ich gekriegt. An meine Eskapaden als Sniper, das lief ja überhaupt nicht gut. Da habe ich natürlich auch gelesen in den Kommentaren, du musst ein bisschen defensiver spielen. Und recht hatte er oder sie, der das geschrieben hat. Ist ja total klar eigentlich, ne? Muss man so ein bisschen auch campen. Ich bin halt so ein großer Feind von Campen, deswegen mache ich das immer so ungerne. Hä? Wo war das denn jetzt? Ich muss schnell weglaufen. Einmal nachladen, bitte. Oh, da hat er mich doch jemand erwischt. Auch mal wieder eine Sache, die man gut mal anprangern könnte. Soll ich das mal machen? Das prangere ich an. Oh, habt ihr gerade den Grafikfehler gesehen? Was war das denn? Hier ist, glaube ich, einer. Wo ist der? Ich sehe nichts. Ist der hier hoch? Was war denn das, bitte? Was für eine Kacke-Arsch-Sausack-Geschichte war das denn gerade? Das kann ich ja überhaupt nicht nachvollziehen. Wo ist denn hier wieder? Immer schießen sie von der Seite irgendwo. Wo war denn der jetzt? Jawohl. Jawohl. 1100 Punkte. Weil ich's kann. Einfach, weil ich's kann. Da fragen Leute, warum machst du sowas? Sag ich einfach, weil ich's kann. Oh, bei mir ist immer noch laut. Ich weiß nicht, ob man das hört. Das Fenster ist auf und die Leute böllern. Denn bei mir ist immer noch Silvesterabend. Immer noch. Oh, wie in der letzten Folge. Wie gestern. Das liegt an offensichtlichen Gründen, die ich jetzt hier nicht preisgeben möchte. Denn das Leben ist hart. So, und jetzt würde ich wahnsinnig gerne noch einen killen hier. Damit ich gut ins neue Jahr starten kann. Also ein oder zwei wäre jetzt super. Mann, ist dieses Level klein. Groß. Es ist viel zu groß. Und sag mal, ist das Spiel zu leise? Kann das angehen? Kann das? Ja, ne? Ich muss das mal lauter machen. Wenn ich gleich sterbe, mach ich's mal lauter. Ich sehe hier auch keinen Feind. Yes! Das kommt. Oh shit, nein, ich muss nachladen. Ich muss immer nachladen. Ich muss immer den ganzen Tag muss ich nachladen. Das hört gar nicht auf. Jetzt wollte ich eigentlich mal lauter machen, ne? Wir machen jetzt mal lauter, Leute. Ihr müsst das auch sagen, wenn das zu leise ist. Ich kann das doch nicht ahnen. Ja, kann ich schon. Ich kann ja auch mal nachgucken. Habe ich auch. Hab das auch festgestellt. Leider ist das Problem, dass ich immer mal wieder so die Sachen hier umstelle bei den Aufnahmesachen. Ich nehme übrigens auf, Leute haben mich gefragt, womit ich aufnehme. Ich nehme auf mit dem OBS
Player, nee, oh, wie heißt das? Open Broadcaster Software, das ist völlig umsonst. Damit kann man streamen und aufnehmen. Und der rendert dann halt auch gleichzeitig beim Aufnehmen. Das muss man dann nicht nochmal nachrendern. Und da war einer hinter mir. Schön. Ganz toll. Ganz, ganz dicke Eier. So, ist jetzt überhaupt lauter? Hört ihr Sachen? Ich hör kaum noch was. Alter! Oh, was? Was für eine Reaktion der Fischkopf da an den Tag legt. Das finde ich total unglaublich. Wie er das wohl macht. Er will's mir auch nie verraten. Der Arsch. Ja, das ist ein Geheimnis von mir. Das hege und pflege ich. Genau wie meine Rezepte, die ich niemals rausgeben werde. Das liegt aber auch daran, dass sie einfach nicht existieren, weil ich einfach wenig koche. Und das, was ich koche, da sind die Rezepte, glaube ich, die sind, glaube ich, sehr, 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 sehr gut bekannt. Wohl bekannt. Wo bin ich denn jetzt? Und wieso habe ich diese komischen weißen... Habt ihr das gesehen? Diese weißen Flecken? Über meinem Zielfernrohr? Was war denn das? Guck mal, jetzt lade ich schon wieder nach. Oh, EMP-Action. EMP-Action da draußen. Was ist hier los? Hier wurde irgendwas... Ballistikweste. Ist das die von den Feinden, oder was? Haha, ich hab sie geklaut. Ich hab sie geklaut. So, wo sind die Feinde? Ich habe jetzt eine Weste an. Ich sehe jetzt modisch aus. Oh, shit. Oh, das erinnert mich auch ein bisschen an das Spiel, was ich mir gekauft habe, worauf ich mich auch unglaublich freue. Und zwar die DayZ Standalone-Version. Ich sollte ja eigentlich schon mit Dalukart und Co. sollte ich schon mal ein bisschen was aufnehmen. Das hat aber leider an dem Termin nicht funktioniert. Und den auch noch. Geil. Das hat damals nicht funktioniert, leider. Ich werde das aber auf jeden Fall noch machen. Ist die Frage, wann, ne? Anfang des Jahres. Anfang des Jahres. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Der ist schon tot. Sehr gut. Sehr gut. Kollege Hans-Joachim, wie auch immer du heißt. Oh, da muss ich wieder nachladen. So. Ein Kill noch, dann ist Satcom-Time. Und dann, finde ich, sollten wir uns auch nochmal einen Hund zulegen, ne? Oh, Satcom. Oh, da war noch ein Feind, den habe ich gar nicht gesehen. Ich hätte ihn eh nicht gekriegt, weil ich natürlich nachgeladen habe, wie so ein Assi. Jedes Mal. Nach einem Kill. Das muss ich mir dringend abgewöhnen. Nein! Hoffentlich findet er meine Satcom nicht. Hoffentlich findet er meine Satcom nicht. Na? Wo seid ihr, Schweine? Wo habt ihr euch versteckt? Ich find euch eh. Und dann mache ich kurz einen Prozess mit euch. Nächstes Jahr kommt ja das neue Rambo-Spiel, ne? Ich glaube, das soll schon im Januar kommen. Das wurde immer wieder verschoben. Und dieses Mal könnte es kommen, könnte aber auch wieder verschoben werden. Ich glaube, ich werde mir das reinziehen. Damals fand ich Rambo geil, als ich klein war. Ich glaube, jeder, der klein war, fand Rambo geil, als der Film rauskam. Die Filme. Den vierten Teil habe ich mir gar nicht erst angeguckt. Ich vermute nämlich, dass der genauso ist wie jeder vierte Teil von irgendwelchen geilen Trilogien, der dann irgendwie nachträglich gemacht wird. Und zwar voll uncool. Aber ich weiß es nicht. Also ich weiß, vielleicht wisst ihr das ja, vielleicht habt ihr das ja gesehen und ihr findet den voll geil, den vierten Teil. Oh, guck mal, schon wieder. Diese Fehler. Oder vielleicht sind die in der Aufnahme ja nicht, aber ich sehe immer so komische weiße... Oh oh. Oh oh. Yeah. Das sind schon wieder diese Reaktionen. Das war geil. Und den auch noch. Yo. Yo. Wo haben wir hier noch einen? Sollen wir mal eine Satcom legen, bitte? Ah, nein, 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 nein. Oh, shit. Oh, sowas macht mich kackennackig, du. Kackennackig? Was ist das denn? Das ist doch noch nicht mal ein Wort. Nackenkackig. Vielleicht. Funktioniert das vielleicht ein bisschen besser? Oh. Oh. Da habe ich... Habt ihr das gesehen? Voll verkackt. Ich dachte erst, der Busch sei der Typ. Ich habe ihn nur auf der Map oben links gesehen. Und aber dann doch noch getroffen. Unglaublich, wie schlecht manche Leute sind, ne? Also ich finde, das darf man sagen, wenn man so schlecht spielt wie ich und dann trotzdem noch einen killt, der einen die ganze Zeit schon gesehen hat, dann darf man sagen, dass der schlecht ist. Weil gut war der nicht. Also gut ist anders, Freunde. So, ich würde wahnsinnig gerne hier noch einen treffen. Was bimmelt da immer so? Die Zeit ist gleich um. Die Zeit ist gleich um. Wir führen noch, aber nur mit 2 Punkten. Oh, da haben wir noch einen gekriegt. Und noch einer. Will noch einer ein Stück Eis? Nein, es ist wirklich Eis.
Es ist keine Kugel. Komm, letzter Kill. Nein! Nein! Oh! Das war knapp. Das war knapp. Und den hätte ich jetzt gekriegt mit der Sekundärwaffe. Erster! Erster in meinem Team. Guck mal, und nicht einmal ein Hund. Ich habe das in der letzten Folge mal angesprochen. Ich hatte nicht einmal einen Hund, weil ich bin eigentlich ganz okay dabei, aber ich sterbe jedes Mal. Ich sterbe immer, weil ich töte einen und dann lade ich nach und dann kommt der nächste und dann war's das. Ach ja, man hat's ja nicht so leicht, ne? Und jetzt mache ich auch nochmal eine zweite Runde. Haben sich ja Leute gewünscht, mach mal die Folgen länger. Die waren so kurz, Leute. Jetzt vor Weihnachten, bis kurz vor Silvester, weil ich musste vorproduzieren und damit da genug kommt und ich find's immer so schade, wenn es irgendwie zu einem Tag kommt, wo nichts kommt auf dem Kanal. Deswegen musste ich die quasi einmal so aufteilen, ja. Einmal aufteilen auf die ganzen Tage, deswegen, ja, tut mir wahnsinnig leid, waren auch viele davon sehr kurz. In Zukunft, ja, würde ich sie auch länger machen, das kann aber dann auch, dadurch kann es dann dazu kommen, dass auch weniger, Videos an sich kommen, ja. Also, dass die Videos zwar länger werden, aber nicht täglich kommen oder so, ja. Das kann man jetzt so oder so sehen, ne. Kann man gut finden, ja, plus, minus, hoch und runter. Oh, die Map ist ganz okay, aber ich finde, es gibt durchaus bessere. Also, meine Lieblingsmap kennt ihr ja, ne, die heißt Sovereign. Da bin ich auch meistens relativ gut. Lass uns mal die Honey Badger nehmen. Lass uns mal die Honey Badger nehmen. Und wir haben ja in dem Paket der Honey Badger haben wir ja noch die DRM, ne? Wie heißt sie? Die heißt irgendwie anders. Oh, die Böller draußen, du. Das geht echt ab. Das ist erst, es ist bei mir gerade mal 20 vor 9. Oh, ich muss dringend los. Und, ja. Und es böllert ohne Ende gerade. Ohne Ende. Also, wenn ihr aus Berlin kommt, kennt ihr das Spiel, ja? Wie gesagt, man kann dann auch gar nicht mehr so richtig über die Straße gehen, ohne jetzt einen Böller im Auge zu haben. Das ist... ist nicht so schön. Wer ist da? Oh, da waren ein paar Leute. Oh. Hast du da einen? Ja! Drei Kills, Alter! 3-0, Satcom instant! Geil! So, Freunde. Wollt ihr noch mehr? Yeah! Das läuft! Das läuft! Ich darf mich nicht zu früh loben vor dem Abend. Ah, Hund! Alter! Alter, shit, 5-0! Es steht 5-0, ich fass es nicht. Alter, 6-0. 6-0. Was für eine Folge. Was? 7-0. Was für eine Folge. Was ist hier los? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Viele Leute haben versucht, diesen Umstand hier wissenschaftlich überhaupt zu rekonstruieren. Das hat keiner geschafft. Und Fischkopf war sich selber nicht so ganz sicher, was hier eigentlich los ist. Er hatte auf einmal 7-0 und einen Hund. Und 8-0, oh mein Gott, man weiß nicht, was da los ist. Noch ein Kill und wir kriegen den Heli. Noch ein Kill und wir haben den Heli. Leute, wenn das so kommen sollte, wird das eine Premiere sein, denn ich hatte noch nie einen Heli. Ich bin sehr gespannt. Oh Leute, Leute, ich darf jetzt nicht sterben. Ich darf jetzt auf gar keinen Fall... Ihr müsst mich überhaupt bitte decken. Ihr müsst mich decken, Leute. Da ist irgendwo ein Feind. Oh, der ist schon tot. Okay, wir haben uns hier verschanzt. Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott. Okay, ich starte ihn. Verbündeter Heintemann Flug. Okay, und der fliegt jetzt alleine rum, oder was? Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Wo ist hier ein Feind? Ich sehe keinen Feind, aber mein Heli ist draußen. Mein Heli ist draußen. Nein, 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 nein! Satcom-Verbindung aktiv. Wo war der? Nein. Oh, hä? Hab ich... Ach, shit. Okay, das war der Heli. Ja, Mist. Mist, Leute. Aber es stand... 10 zu 0. Also durch den Hund wahrscheinlich, ne? Der Hund und der Heli haben auch noch mal ein bisschen was gerissen da. Habe ich den gerade noch mal gekriegt? Oder war das jetzt der Heli? Die 100 Punkte. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wo ist da einer? Da. Da. Bam. Guck mal, wie das läuft, Alter. 12-1. 12-1. Das glaubt mir ja keiner. Gut, dass ich das aufnehme gerade, Alter. Das hat mir sonst keiner geglaubt. Oh. Oh, oh shit. Okay, man kann nicht alles haben, ne? Man kann nicht alles haben. Man soll ja auch nicht übertreiben. Dann wollen die Leute nicht mehr mit einem spielen. Alter, was ist hier los? Ich bin ein bisschen euphorisiert, Leute. Es tut mir wahnsinnig leid, aber es läuft halt. Oh yeah, oh yeah. Schade, dass Fischi tot ist. Fischi hat, ich glaube, der hat mindestens 1, 2 Leute mitgerissen. Wer Fischi nicht kennt, Fischi nenne ich immer meinen Hund. Mein Hund heißt immer Fischi. Oder Gudrun. Aber je nachdem... was es wird. ja, Erna hat da mitentschieden. Erna hat gesagt, nein, nix! Alles gut!
Mach mal weiter, bitte. Erna macht mir gerade ein Sandwich. Gibt es diese Erna eigentlich? Ich weiß es nicht. Wieso? Ach ja. So, jetzt irre ich hier ein bisschen in der Gegend rum. Weiß nicht, wo ich hin muss. Der arme Fischi. Ich traue ihm noch ein bisschen hinterher. Deswegen bin ich jetzt auch so schlecht. Deswegen und nur deswegen. Aber es steht immer noch 15-3. Unglaubliche Stats, die hier sonst keiner auf dem Server hat. Da war noch einer, glaube ich. Okay, der war ein bisschen AFK. Da kann ich jetzt aber auch nichts machen, du. Wenn du dich erstmal schlafen legst, ist das deine reine, eigentliche, eigene Entscheidung. Und den habe ich gesehen. Und den habe ich gesehen. Und den habe ich nicht gesehen. Wo war der denn bitte? So ein Scheiß, Alter. Ach ja. So, aber es läuft nach wie vor relativ gut. Die Honey Badger ist wohl doch eine ganz gute Waffe. Da, Lukaut, ich muss mich entschuldigen. Ich habe ja immer gesagt, ach, diese Honey Badger kann man machen, aber pff. Und mittlerweile, sie hat mir eine wunderschöne Zeit geschenkt bis jetzt. Solche Stats hatte ich noch nie. Da ist ein Kumpel. Solche Stats hatte, glaube ich, sowieso noch nie jemand auf der Welt. So früh. Das ist natürlich eine reine Lüge. Das wisst ihr aber auch. Ich mach doch auch nur Spaß, Mensch. Den hätte ich jetzt gerne gekriegt. Nee, jetzt nicht. Da hat irgendwer auch in die Kommentare geschrieben, ey, Fischkopf, mach doch mal hier... Wallhack? Hat er mich gerade durch die Wand gesehen? Was soll denn der Piss, Alter? Alter! Also, nachdem hat jemand geschrieben, mach mal hier mit hinlegen und so, ne? Also, wenn man einen sieht, dann schnell hinlegen. So. Ah, geil. Oh, geil. Oh, direkt geklappt, ne? Ja, so war's, meinst du, oder was? Kann ich. Wie man gerade sieht. Wo war jetzt der Typ? Ah, Wallhack! Wallhack! Ne, der kam von hinten. Okay. Okay, ist ja gut. Schrei mich nicht an, nur weil ich dick bin. So, den haben wir auch noch gekriegt. Hier ist irgendwo noch einer, sehe ich gerade. Wo denn? Da! Oh, die sind alle nicht so gut, glaube ich, auf dem Server. Deswegen läuft das hier auch so gut. Deswegen läuft das und läuft. Leute, da kriege ich keine Serien mehr gerade hin. Aber das ist nicht so schlimm. Hauptsache die Stats. Oh, guck mal, ich bin über 20. Das kommt ungefähr nie vor. Ich glaube, in dem Video kam das sogar noch nie, noch nicht einmal vor. Und, ey, hier, das kann ja wohl nicht angehen. Die schießen hier die ganze Zeit durch die Wand auf mich. Guck mal, schon wieder. Da geht doch irgendwas nicht mit rechten Dingen zu, Professor. Dem müssen wir nachgehen. Was ist da los? Ach, shit. Ach, shit. Oh, Mann, ey. Aber Leute, von mir nochmal... Von mir, aus tiefstem Herzen, ja, wo wir gerade darüber sprechen. Der große Riesenappell. Bitte, bitte, bitte spielt niemals mit irgendwelchen Cheats auf Multiplayer-Servern. Das macht man nicht. Das macht man nicht, damit macht man den anderen den Spielspaß kaputt. Leute geben Geld für dieses Spiel aus und wollen sich da messen. Guck mal, der schießt hier durch die Wand die ganze Zeit. Guck mal, und sowas, was soll denn der Piss? Guck mal. Was soll der Scheiß? Das kann ja wohl nicht angehen. Und wo macht das denn bitte Spaß? Ich meine, du kannst ja auch nicht irgendwie angeben. So, guck mal, ey, voll die guten Stats und so, weil... Pff, ja, toll. Das kann auch meine kleine Schwester von vor 20 Jahren. Und da war die fast noch nicht mal geboren. Ja, toll. Gut, also, Schlusswort des Jahres. Guck mal, 23-12. Wahrscheinlich meine besten Stats ever. Ja, schön, dass ihr dabei wart, Leute. Ja, der Anfang war besonders aufregend. Und ich wünsche euch noch weiterhin einen wundervollen Start ins neue Jahr. Ich gehe jetzt Raclette essen und Fondue und dann gehe ich ein bisschen feiern. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann und tschüss.